Was geht ab? Ich begrüße dich herzlich zu der letzten Lektion des Anfänger-Tutorials für Python für ethische Hacker. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann gratuliere ich dir, mein Freund, denn du hast schon die wichtigsten Konzepte gelernt, die es braucht, um Python zu programmieren. In dieser Lektion wollen wir noch ein kleines reales Beispiel machen und dann würde ich auch sagen, dass das dann genug ist fürs Erste. Ja, also schauen wir uns mal an, was wir alles noch machen können. Gut, wir installieren erstmal ein Modul, das nennt sich whois oder python.whois, python-whois. So, also pip3 install python-whois. Mit diesem Command installieren wir ein Package, ja. Die whois, das whois-Package können wir damit installieren. So. Das ist natürlich im ersten Schritt notwendig, damit wir das gleich verwenden können, dieses whois. Das einmal eingeben. Huch, sorry, da habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet. Machen wir das mal wieder weg. Okay, was wir jetzt im ersten Moment machen möchten ist, wir importieren das Modul whois, ja, indem wir einfach nur schreiben import whois. Whois gibt uns im Prinzip Domain-Informationen an, also es ist im Prinzip eine Auflistung der gesamten Domain. Wofür ist das notwendig? Informationsbeschaffung, ich sage es immer wieder. Das heißt, wir importieren erstmal whois und jetzt sagen wir, der Domain-Name, Domain-Name ist gleich was? Hier fragen wir den User, weil wir wollen ja nicht jetzt irgendeinen Namen festlegen, sondern wir wollen ein Programm schreiben, das wir für verschiedene Domains immer wieder benutzen können. Das heißt, dafür benutzen wir die Funktion input. Wie gesagt, die Funktion ist ja eine eigenständige Funktion, also eine Python-Built-In-Funktion, eine Funktion, die Python selber bereitstellt. Das heißt, es leuchtet hier direkt auf und wir öffnen die Klammern. So, und hier schreiben wir jetzt noch einen kleinen Text, damit der User auch weiß, worum es geht. Gib bitte den Namen der Domain ein. Doppelpunkt. So. Und das speichern wir einmal, schließen das und gucken, ob das überhaupt funktioniert hat. Dann sehen wir hier, gib bitte den Namen der Domain ein. Das heißt, er fragt uns jetzt gerade nach einer Eingabe. Diese Input-Funktion ist im Prinzip nur eine Eingabe. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel schreiben www.google.com. Hat jetzt nicht viel gemacht. Warum? Weil wir ja nur nach dem Namen gefragt haben. Aber jetzt wissen wir schon mal, dass der Name der Domain in dieser Variable, in diesem Domainnamen, ja hier drin steckt. Hier drin steckt jetzt der Name der Domain, die wir eingeben. Und hierfür machen wir jetzt ein Whois-Checkup. Das heißt, wir wollen jetzt überprüfen, was diese Domain alles zu bieten hat. Wie machen wir das? Wir sagen jetzt print, so, oder lassen wir das print mal erstmal weg. Wir sagen jetzt whois.whois, komischerweise, wir sagen jetzt der Name des Moduls, Punkt, und die Funktion, die heißt lustigerweise auch whois. Ja, manchmal ist es so, dass der Name der Funktion derselbe ist wie der Name des Moduls. Klingt ein bisschen merkwürdig, aber ist im Prinzip nichts weiter als zu sagen, okay, zweimal whois. Dann den Namen der Domain. Ja, und was er jetzt macht ist, die Funktion whois, ja, also wir geben das ja immerhin im Format an, erstmal Modul, Punkt, der Name der Funktion. Und die Funktion überprüft jetzt den Domainnamen und schaut dann, welche Informationen er dafür zur Verfügung hat. Und diese Information steckt jetzt in diesem ganzen Term. Aber wir wollen uns das ja auch ausdrucken oder anzeigen lassen auf dem Bildschirm. Das heißt, wir geben hier einmal ein Print von dem Ganzen hier. Ja. Nicht verwirren lassen, wenn ihr das ein bisschen kompliziert erscheint, ist im Prinzip sehr, sehr simpel. Was haben wir gemacht? Der Name des Moduls, Punkt. Die Funktion ist hier die whois, der whois-Checkup, das heißt, er überprüft anhand einer externen Seite, guckt dann, welche Informationen habe ich zu dieser Domain, die du mich gerade abfragst, habe ich parat. So, welche registrierte Informationen habe ich über diese Domain parat? Der Name der Domain, den haben wir hier erfasst im ersten Schritt, weil den geben wir hier ein durch das Terminal. Und dann lassen wir uns das Ganze hier anzeigen mit der Print-Funktion. So. Wenn wir das einmal hier machen, dann sehen wir, gib bitte den Namen der Domain ein. Sagen wir mal google.com. Und was er jetzt macht ist, wow, eine Menge Informationen über Google. So, was wir hier sehen, ist fast schon zu viel Information. Hier sehen wir, der Domainname ist google.com in zwei verschiedenen, einmal hier mit Caps Lock und einmal normal.
hier von wem es registriert wurde, der Server, der Whois Server, zu welchem Datum das geupdatet wurde, wann es kreiert wurde, Namensserver, Expiration Dates und so, was haben wir hier, Status, E-Mail-Adressen, so, und ein Haufen hier, das Land, in dem es lokalisiert ist, also ein Haufen an Informationen, die für unsere Hackerangriffe notwendig sind. Das ist meistens das Erste, was ich mache, oder in vielen Fällen, oder sagen wir nicht vielleicht direkt das Erste, aber es ist schon eines der ersten Steps, die man macht bei einem Hackerangriff, dass wir schauen, welche Informationen haben wir überhaupt über diesen Server, den wir attackieren wollen, über diese Website, die wir attackieren wollen. Ja? Das heißt, wir schauen einfach mal mit einem simplen Whois-Checkup und gucken, welche Informationen gibt es darüber. Ja? Okay, das war es im Prinzip schon. Ja, das war hier ein simples Beispiel eines Realcodes. Und wir können hier auch noch einen Kommentar verfassen und sagen, was diese Funktion macht. Whois-Checkup über eine Domain, damit wir später auch wissen, was das hier macht. Ne? Whois-Checkup über eine Domain. Das wäre im Prinzip schon der erste Teil Code, den wir hier geschrieben haben. Und das ist auch ein Beispiel, wo ich sage, wenn ihr Whois-Checkups macht, könnt ihr natürlich auch auf die Website gehen, aber so ist das auch eine angenehme Methode. Und das sind nur einige Beispiele, was man mit Python-Code alles machen kann. Es gibt noch so viele Sachen da draußen. Es gibt noch so viele Sachen da draußen, die Python euch ermöglichen wird. Ihr könnt noch so viele mächtige Dinge errichten, so mächtige Sachen mit eurem Computer anstellen, indem ihr einfach nur den Python-Code, deinen Computer für euch arbeiten lasst. Wie gesagt, das war eines meiner Lieblingstutorials hier mit Python. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir und wir sehen uns dann beim nächsten Video.